Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Heute hat sich ja der Shop zweimal aktualisiert. Wir werden uns das Ganze gleich anschauen. Bevor ich das tue, werde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ihr könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen und mir auf meinem Twitch-Kanal folgen. Dort werden wir heute zum einen den Duo Cup spielen. Der ist ja jetzt täglich verfügbar. Werden wir auch so häufig machen, wie es geht. Also ich werde ihn zumindest spielen, wenn ich noch einen Mate habe. Wird sich aber sicherlich irgendjemand finden, mit dem ich dort schön W keyen kann. Ansonsten werden wir natürlich noch ein bisschen Operation Knockout spielen, ein bisschen Arena. Und nachher wird dann ja auch noch der Duo Cup sein. Zurzeit sind leider die Wettkampf-Tab leider sehr verbuggt, weil irgendwie nicht alles hier richtig angezeigt wird. Das hier sind zum Beispiel nicht die FNCS Season Finals, sondern glaube ich ganz einfach die normalen Duo Cups. Weiß ich aber nicht ganz genau, wie gesagt, alles so ein bisschen hier gerade verbuggt. Wir werden auf jeden Fall alle an Cups spielen, was heute so vorhanden sein sollte. Und ich würde sagen, schauen wir uns jetzt den neuen Skin im Item Shop an. Das ist nämlich der Aurum Skin bzw. Uru Skin. Aurum steht ja, glaube ich, auch einfach nur für Gold. Hier hat man zwei verschiedene Stile: einmal nämlich den Goldkönigsstil und dann einmal ohne Schimmer. Dazu natürlich auch noch das Backpack, einmal ohne Leuchten und mit Leuchten. Und dann haben wir dazu noch einen goldenen Gleiter wieder, ebenfalls wieder ein Drache, allerdings diesmal wenigstens mit durchsichtigen Flügeln, dadurch, dass wir ja gar nichts dazwischen haben. Hier auch wieder einmal Standard- und kein Schimmer-Variante. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Natürlich beides legendär, weil es auch legendäre goldene Skins sind. Passt hier so ein bisschen zusammen. Das ist allerdings nicht nur das Einzige, was wir haben, denn wir haben auch noch neue Herausforderungen, wo wir kostenlose Spitzhacken und eine kostenlose Lackierung freischalten können. Sind extrem leicht. Einmal müsst ihr Teammitgliedern bei Eliminierung helfen, das heißt, ihr braucht Assists. Geht relativ leicht in dem neuen Modus, in dem Operation Knockout Modus. Dort hatte ich eine Runde 26 Assists, also wirklich extrem easy, das zu machen. Da müsst ihr ein Spiel mit einem Freund spielen. Zusätzlich müsst ihr noch Gegnern Schaden hinzufügen und Medaillen sammeln, also relativ leichte Challenges. Wenn ihr zwei abgeschlossen habt, bekommt ihr die Lackierung Gear, die seht ihr auch unten rechts. Und wenn ihr alle vier Challenges freigeschaltet habt, wofür ihr jetzt insgesamt 6 Tage Zeit habt, also bis zum nächsten Dienstag, bis zum Update, dann bekommt ihr auch noch die Spitzhacke dazu und eben als Skin und den Gleiter muss man sich kaufen. Ist auf jeden Fall ganz nice, dass wir wieder ein paar kostenlose Sachen haben. Dazu gibt es, glaube ich, sonst allerdings keinen neuen Modus oder so. Vielleicht kommt noch einer, ich denke es mal aber nicht. Ist trotzdem ganz nice, die paar Challenges, die wir jetzt dazu haben. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann gleich im Stream wieder. Bis dahin, ciao.